Herzlich willkommen, Klappe, die zweite Vorstellung der Sportstätten in Kitzbühel. Noch Schwarze und Vogelfeld, diesmal am Programm, der Sportpark. Los geht's diesmal mit Klettern. Wir freuen uns, bitte mitkommen. Bei uns gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal ist drinnen der Boulderraum. Ja, das war so Klettern in Absprunghöhe, gesichert durch eine Matte. Auch vielleicht für Leute, die dann vielleicht ein bisschen mit Höhenangst kämpfen haben, da geht es nicht so hoch raus. Topaz-Geräte, sogenannte Selbstsicherungsgeräte. Da brauchst du jetzt nicht zwingend einen Kletterpartner. Und Forschungswand da drüben, überall, wo die Karabiner hängen. Du musst halt die Seile von Schlinger zu Schlinger herhängen und bist so auch gesichert. Wir haben sogenannte Schnupperkurse, Einsteigerkurse, fortgeschrittenen Kurse, Kurse sichern für Eltern und natürlich auch auf Anfrage Privatstunden. Warum würdest du sagen, eignet sich Klettern so perfekt für Jung und Alt? Ja, das Ideale beim Klettern ist halt schon, ist einfach ein Ganzkörpersport. Gell? Man merkt da, also sehr viele Leute, die den ganzen Tag im Büro sitzen, kommen und auch für dich was Ausdauersport machen. Gell, für den Bewegungsapparat. Gell? Du tust halt einmal was für den Oberkörper und nicht nur Arbeit für die Füße. Wir freuen uns, viele von euch in der Kletterhalle im Laufe der kommenden Klettersaison begrüßen zu dürfen. Haupteingang Sportpark und man kommt quasi gar nicht bei ihm vorbei. Empower Winkler Andi. Andi, vielen Dank, dass du uns als zweiter Halt auf unserer Reise durch den Sportpark begrüßt. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der die zur Verfügung stehende Quadratmeteranzahl so effizient ausnutzt, wie du das machst. Erzähl uns einmal, was da herinnen alles zur Verfügung steht. Ja, gefreut mich auch, dass ihr da seid. Meine zwei Steckenpferde sind Training, klassisches Training, sprich alles, was mit Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Explosivität und so weiter zu tun hat. Aber Koordination habe ich zu meinem Steckenpferd gemacht. Und der zweite Bereich, das wäre noch an der mentale Aspekt, sprich sportpsychologische Aspekt. Du hast das Ganze auf zwei Ebenen verteilt, einmal da herunten quasi ebenerdig und aber auch am Dach des Sportparks. Unglaublicher Ausblick, sensationelles Setup auch da oben mit Kletterwand, aber in puncto Spektakel natürlich hervorstechender Airbag. Ja, also der Airbag ist, kann man sagen, Teil eines Gesamtkonzepts. Bei mir geht es in erster Linie um Bewegungserfahrung, um neue Bewegungsmuster, aber auch um Aspekte wie Überwindung, Motivation, Teambuilding und ganz im Vordergrund ist natürlich auch der Spaß. Man vergisst oft, dass es wichtig ist, einmal aus der Komfortzone rauszukommen und von jemandem einfach in eine Richtung gelenkt zu werden, die man vielleicht von alleine nicht begeht. Und genau die Leute spreche ich an, egal ob das Nachwuchssportler, Hochleistungssportler oder der Nachbar vom anderen Nachbar ist. Also, es ist eigentlich auch jeder diesbezüglich angesprochen. Andi, vielen Dank, dass du uns empfangen hast. Und wir machen uns auf den Weg zum KTC auf die Rote Asche. Präsidenten-Sandwich im Tennisstadion. Ich würde mal sagen, der Tennissport erfährt eine Renaissance in Österreich. Wie erklärst du das eigentlich? Warum hat der Tennis in den letzten Jahren auch in der Wahrnehmung, vor allem auch rund um Kitzbühel, so angezogen? Und warum hat sie auf das Pferd Tennis gesetzt, wie es viele schon einmal gemacht haben? In erster Linie haben wir auf Tennis gesetzt, weil wir diesen Sport lieben. Ich spiele seit meiner Kindheit Tennis und mir hat dieser Sport immer schon fasziniert. Und der ist so schwer, man muss so viel trainieren für diesen Sport, technisch, taktisch, physisch. Es gibt ein Auf, ein Nieder bei so einem Match, das macht in Wahrheit so viel Spaß. Auch das Verlieren, sage ich, das gehört einfach dazu. Und das ist, glaube ich, für die Kinder total wichtig, sage ich, dass sie das einmal da lernen. Ja, und in den letzten Jahren haben wir natürlich aufgrund des Turniers viele Tennisfans gewonnen. Zurzeit haben wir über 300 Mitglieder und die, wie gesagt, es kommen immer laufend welche dazu. Mittlerweile haben wir das Problem, dass man eigentlich relativ schwierig einen Platz kriegt bei uns. Und jetzt stoßen wir langsam wirklich an die Kapazitätsgrenzen. Wir haben seit November einen neuen Vorstand und wir haben einen ganz großen Wunsch gehabt oder ist ein Herzenswunsch und das war der Neubau von einem Clubhaus und wir haben das jetzt realisiert. Nicht nur vereinsam, sondern wir nennen es Clubhaus, gell, und es ist wirklich da. Jeder Kitzbühler ist herzlichst willkommen. Wir müssen den Deckel drauf tun, Flo. Sonst reicht nicht einmal mehr eine Sondersendung. Sonst müssen wir eine KTC-Serie machen.
unheimlich informative Runde geht somit zu Ende. Vielen Dank, Markus und Gary, dass ihr uns da Rede und Antwort gestanden seid, bevor dann auch die Crème de la Crème des internationalen Tennissports wieder in Kitzbühel Einzug hält. Danke, Bernd. Danke. Dankeschön. Danke, Gary. Ja, nach einer Tennisschlacht sind wir in einer der hintersten, aber auch interessantesten Ecken des Sportparks angekommen, und zwar in der Curlinghalle. Gemeinsam mit Carina Dott, langjähriges Aushängeschild des KCCs. Carina, vielen Dank einerseits, dass du dir Zeit nimmst, und andererseits wollen wir natürlich jetzt von dir wissen, warum man unbedingt mit dem Curling-Sport beginnen muss, weil es fühlt sich ja zumindest für mich sehr kompliziert an. Ja, es ist eine sehr anspruchsvolle Sportart, wie du gesagt hast, also nicht nur technisch, sondern auch taktisch, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, und deswegen, wenn es Kitzbühler gibt, die das gerne mal probieren wollen, dann gerne bei uns in der Curlinghalle anrufen. Jeder kann Curling spielen, jeder kann das ausprobieren, wenn er möchte. Es ist von jung bis alt alles dabei. Ein paar Details muss ich dir natürlich noch abbringen, weil einige Dinge doch ganz anders sind, als ich es mir eigentlich gedacht hätte. Zum Beispiel, das Eis ist nicht spiegelglatt. Warum? Also das Eis ist nicht spiegelglatt wie zum Beispiel beim Eishockey, sondern es sind ganz kleine Wassertropfen am Eis, und dadurch kann auch Luft unter den Stein gelangen und ihm eben diese Richtung nach rechts oder nach links mitgeben. Und daher kommt auch das Wort Curling von dem Curl, den er dann annimmt. Der Curl ist diese Kurve, die der Stein beschreibt. Der Stein hat insgesamt 19,9 Kilo, ist also sehr schwer, aber wird auch nicht aufgehoben, sondern nur auf dem Eis geschoben. Da haben wir wieder was gelernt. Vielen, vielen Dank für die Einführung in den Curling-Sport. Ja, das gesamte Spektakel lässt sich in der Kürze eigentlich überhaupt nicht darstellen, soll jedoch Gusto auf den Curling-Sport machen. Schach am Eis, nicht umsonst das Synonym für Curling. Und wir beenden unsere Tour durch den Kitzbüheler Sportpark mit der nächsten Station. Und zwar einen Stock höher, ebenfalls am Eis, und zwar beim Eishockey. Vom Eis im Keller geht's aufs Eis im Erdgeschoss, und zwar diesmal aufs wirklich Glatte. Die Young Guns der EC, die Adler Stadtwerke Kitzbühel, führen uns in die Geschicke des schnellsten Mannschaftssports der Welt, dem Eishockey, ein. Ja, Gerhard, vielen Dank, dass du uns quasi auch als ehemaliger Eishockey-Crack mit aufs Eis genommen hast. Was macht die Faszination Eishockeysport eigentlich aus? Ja, die Faszination Eishockeysport ist vor allen Dingen, wenn man viele Sachen vereinigt. Man trainiert Geschwindigkeit, man trainiert Geschicklichkeit und man trainiert auch das Gehirn. Und diese drei Sachen zu vereinen, das schärft einfach fürs Leben. Und noch dazu kommt dann auch noch der Spaß am Spiel, der Spaß am Eislaufen. Und wenn die Kinder Spaß haben, und das ist ja das Wichtigste bei den Kindern, dann bleiben sie eh von selber da. Dann werden sie die Eltern überreden, dass sie wieder kommen wollen. Und ich bin überzeugt, wenn sie es probieren, dann bleiben sie. Und wenn man aus dem Schwung heraus fällt, fällt man einfach weich und leicht. Und damit ideal für alle, sich auszutoben und Bewegung zu lernen. Deine Augen glänzen, wenn du mit uns über Eishockey rennst. Das ist wunderbar, wunderbar zu beobachten. Ich kann es nachvollziehen, weil ich es selber gemacht habe. Sensationell. Ein wirklicher Tausendsasser, der Kitzbüheler Sportpark. Ganz egal, ob jung oder alt, männlich oder weiblich, für jeder Mann und jede Frau etwas dabei.